Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders Video. Heute geht es um die Charakterklasse Pyromant, eines von vier geleakten legendären Rüstungssets. Es geht um das Akari Rüstungsset, das möchte ich euch jetzt mit sämtlichen Werten vorstellen. Und wie immer, die Werte sind hier im voll gelevelten Zustand, das heißt, wenn ihr das Rüstungsset kriegt, sind natürlich die Werte deutlich geringer und mit jedem Craften des Rüstungssets werden die Teile natürlich logischerweise stärker. Wer nicht gespoilert werden will, der sollte natürlich wie immer jetzt wegschalten. Wir fangen direkt mal an mit dem Dreierbonus. Das heißt, habt ihr mindestens drei angelegte Teile des Sets, bekommt ihr den Sonderbuff, dass jeder von der Heatwave betroffene Gegner die Anomaliekraft um 25% für 10 Sekunden erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Overheat. Die Fertigkeit verbraucht entweder Feuer- oder Asche-Status, um Schaden zu verursachen. Wenn beide gleichzeitig verbraucht werden, das können wir uns eben scheinbar nicht aussuchen, wird der Schaden um 150% erhöht. Der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Heatwave. Wenn die Fertigkeit 3 Feinde trifft, erhalten alle nachfolgenden Feinde zusätzlich 30.000 Schaden. Kommen wir direkt zu den Handschuhen. Erhöht den Rüstwert um 25.470. Die Anomaliekraft wird um 16.100 erhöht. Die Heilrate um 14% und der Long Range Damage wird um 14% erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Heatwave Fertigkeit. Bei Verwendung des Skills erhöht sich 10 Sekunden lang der Waffenschaden um 15% für jeden vom Skill betroffenen Feind. Das heißt, für mich laut Interpretation ist das stapelbar für jeden weiteren Feind. Immer wieder 15% obendrauf, was auf jeden Fall sehr, sehr effektiv klingt. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Overheat. Jede statusbedingte Veränderung, die ihr verbraucht, das ist sehr, sehr schwierig zu interpretieren, wenn man diese ganzen Skills noch nicht aktiviert hat, gewährt 8 Sekunden lang 18.000 Rüstungsbonus. Eigentlich relativ simpel, aber man muss das mal vernünftig lesen können. Jetzt kommen wir zum Unterkörper. Und zwar erhöht der Rüstwert sich um 22.576. Die Feuerkraft erhöht sich um 14.400. Skill Life Leech. In jedem Video komme ich hier ins Stottern, das vernünftig zu erklären. Das ist so eine Art blutsaugender Effekt, mit dem ihr euch durch eure Skills, denke ich, zusätzlich noch heilt. Ich bin auf die deutsche Übersetzung gespannt, die gibt es aktuell noch nicht. Da müssen wir noch auf den 1. April warten, wenn die Version dann draußen ist oder die Vollversion. Erhöht sich auf jeden Fall um 3,25%, die Heilrate um 12%. Der Level 3 Mod erhöht bei Skill-Aktivierung die Feuerkraft um 113.000 und die Anomaliekraft um 94.000 für 15 Sekunden. Das klingt auf jeden Fall jetzt schon extrem mächtig. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Heatwave, verursacht den Status Schwäche auf Gegnern, die vom Skill getroffen wurden. Das ist quasi eine zusätzliche Statusveränderung. Als nächstes kommen wir zum Oberkörper. Erhöht den Rüstwert um knapp 27.000, Bonusfeuerkraft um 16.400, Long Range Damage um 14% erhöht und die Cooldown-Reduzierung, hier gehe ich davon aus, dass das sämtliche Skills betrifft, wird um 6,5% reduziert. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Overheat, verringert die Cooldown-Zeit um 50%. Und der Level 1 Mod, der Skill kann ein weiteres Mal aktiviert werden, bevor die Cooldown-Zeit beginnt, bezieht sich auf die Heatwave. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Und last but not least kommen wir jetzt zum Helm. Der Helm erhöht euren Rüstwert um knapp 24.000, Bonusfeuerkraft um 16,4.000. Skill Life Leech, haben wir wieder das bekannte Wort, 3% Erhöhung und der Close Range Damage wird um 12% erhöht. Level 3 Mod, das ist 3, nicht das, erhöht die Breite der Feuerwand um wie viel, steht allerdings nicht da, das werden wir dann sehen. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Overheat, jeder Status, der vom Skill verbraucht wird, erhöht deine Resistenz um 10% für 10 Sekunden. Das Ganze ist 5-mal stapelbar, wenn wir das aktivieren. Das heißt, um maximal 50%.
Prozent für, naja, wahrscheinlich dann 50 Sekunden, wenn ich das richtig verstehe. Oder, naja, ob die Sekunden sich mitstapeln, das werden wir dann sehen, wenn es dann soweit ist. Ladies and Gentlemen, das war's von Pyromanten. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt. Und in dem Folgevideo sollte es dann um den Verwüster gehen und das erste geleakte Rüstungsset. Das war's von mir. Schönen Tag, haut rein, ciao.